Ich bin Revi28 und ich bin nicht Teil der Prank Bros. Mein Name ist Dennis, ich bin 30 und die Doppelbelastung aus Prominent sein und Privatperson meistere ich mit Bravour. Ich bin Adi, 19 Jahre alt und die schlechte Version von Hazel Brugger. Und damit willkommen zu Erkennst du den Song? Euer liebstes Musikformat auf YouTube. Heute mit zwei unfassbar geilen Gästen. Zu meiner Linken erstmal, das ist der Adi! Hallo Tana. Und zu meiner Rechten der Influencer-Star, der Gamer, der Streamer, der tolle Typ aus Köln, in Köln bekannt, wie ein bunter Hund, Revi. Wow, danke schön. Super, danke. Wie ist die Lage? Danke, Christoph Krachten. Mhm. Absolut wild tatsächlich. Mediakraft läuft super. Voll. Wir haben keine Probleme mit irgendwem. Es ist einfach nur ein Traum. Ihr habt das LeFloid dazu gehört, habe ich gesehen. Bitte? LeFloid ist dazu, genau. Und mit Ome haben wir jetzt einen richtig guten, festen Vertrag abgeschlossen. Das läuft mega. Da würde ich auch gucken, dass du auch lange Zeit den Vertrag machst. Der ist auf 10 Jahre, genau. Ja, mega. Da sollte eigentlich nichts passieren. Der ist rechtssicher. Adi, du bist ein Schweizer Influencer-Star. Du hast den Swiss Comedy Award gewonnen. Ja. In welchem Jahr? 2019. Ich kann schon klatschen. 2019! Ich glaube 2019. Ja. Wieso nicht 2020 und 2021? Wer hat da gewonnen? Ich glaube, den gab es dann nicht mehr. Okay. Grüße gehen in die Schweiz zu unseren Schweizer Freunden. Ihr seid geil. Los geht's. Post Malone? Mehr weiß ich nicht. Hätte ich auch gewusst. Season Change bei Post Malone. Ja, Benny. Post Malone Circles. Abgestaubt. Da ist der erste Punkt in meinem Konto. Okay, wieso hast du einen Schlaganfall dabei? Hab ich gar nicht. Alles klar. Hey. Skrillex, Bangarang. Major Lazer. Hey, als ob das nicht zählt. Was? Ah ja, klar. Echt jetzt? Kennst du das nicht? Syra? Ja? Nein, ich woher? Feature ist natürlich auch gefragt. Dumme Scheiße. Was? Doch, ist er. Dicht und doof, aber... Drei. An die Wand. Hey, was? Ich hab's gehört. Das kennt natürlich ganz Deutschland und das Smash It. Dicht und doof. An die Schweiz. Wand. Die Schweiz. Das ist ein ESC, ist ein europaweiter Hit. Sag mal ganz kurz, woher kennst du den Song? Meine Mutter hat mir den Song gezeigt. So läuft's doch mit einigen Dingen. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to do. Smash Mouth All Star. Hey. Muss ich kurz überlegen. Ist was? Ist was? Ist was? Nee, alles gut. Okay. Hey! Nein! Moneyboy, ich hab dicke Eier. Dicke Eier, Moneyboy. Nein! Wieso geht dein ab und meiner nicht? Ist ein Banger. Habt ihr dicke Eier? Ich hab dicke Eier tatsächlich, ja. Was gibt's denn für Neues bei dir so? Hast du irgendwas Neues in deinem Leben, wo du jetzt mal ein neues Kapitel setzt? Ja, ich höre zunächst einfach auf mit YouTube für einen Monat, auf zwei. Und so die Hoffnung. Andreas Gabalier, Amoy, Segma uns wieder. Das ist mein Song. Was? Das ist mein Song. Einer Schweiz. Was?
Ist der Schweizer? Nee, Österreicher. Ach so. Kommen wir zu deinem Geschenk. Was hast du uns mitgebracht? Ich darf dich berühren, aber zeig's mal in die Kamera. Ja, ich habe mitgebracht aus Basel. Basel Lackli seid mit denen. Das so, ich weiß nicht, wie man dem auf. Wie sieht das aus? Wie sagt man dem auf Hochdeutsch? Lebkuchen. Lebkuchen, so kleine Lebkuchen. Ist ja bald Weihnachten. Ja. Das ist total schön, aber mit der Tasche da. Ist ja, toll. Kann ich dir das geben? Darf ich darf's nicht berühren vor der Kamera, okay. Hinter der Kamera schon. Aber ich habe noch für Revi auch etwas dabei. Und zwar eine Schweizer Spezialität. Und zwar gelb. Super, danke dir. Stimmt es, dass man in der Schweiz, es gibt keine Krankenversicherung, man muss den Arzt immer so bezahlen? Nee, aber es ist nicht in den Steuern inbegriffen. Ich glaube, in Deutschland ist so die Krankenversicherung in den Steuern drin, teilweise. Mhm. Stimmt das? Und in der Schweiz musst du alles selber bezahlen. Und mir ist nicht egal, wie gut du bist. Arnen Mai Kantereit. Alter. Scheiße, nee. Ja, ich bin dumm. Arnen Mai Kantereit, es tut mir leid, Pocahontas. Nein! Und mir ist nicht egal, wie du mich nennst. Und mir ist nicht egal, wo du gerade bist. Es tut mir leid, Pocahontas. Pocahontas, Arnen Mai Kantereit. Das war für dich nicht. Bitte. Tatsächlich wusste ich das von vornherein, aber ich habe euch outplayed. Ich habe zu viel gesagt, deswegen gibt es keinen Punkt. Erinnert mich an eine Situation in meiner Deutscharbeit in der sechsten, siebten, achten Klasse. Da habe ich nämlich eine ganze Klausur, weil ich unterfordert war, in Reimen geschrieben. Und wurde es dann auf die Sonderschule geschickt? Nee, ich habe dann eine 4 gekriegt, weil die Lehrerin gesagt hat, das war nicht die Aufgabenstellung. Und ich habe hier auch wieder zu viel. Individualförderung. Komm, wir halten kurz am Kiosk an. Sind es wir oder knistert hier das Magic an? Brausepulver, UFOs fliegen durch den Apfelring. Das ist, Esther Graf Finch mit Bum Bum Eis. Grüße genau an Finch, der hier tatsächlich noch nie gewonnen hat. Aber Finch, mach dir nichts draus. Irgendwann kommt auch dein Moment und deine Stunde schlägt. Es steht 2-2-3. Ich komme näher, ich werde dich jagen! Alles klar. Ey, nee! DJ Bobo, it's a party? Der Bobo ist der Bobo. Ja, aber was? Aber was? DJ Bobo, I've got this feeling. Somebody dance with me, DJ Bobo. Ey, verstopft jeden Punkt! Jeden Punkt! Wir sagen nichts mehr. Es ist einfach nur Patience. Wir sagen nichts mehr. Es ist einfach nur Patience. Okay, du hast Matchball, ich glaube 3 Punkte irgendwie ergaunert, aber sei es dir nicht gegönnt, wenn du damit ruhig einschlafen kannst. Du hast jetzt noch die Chance, 3 Punkte aberkennen zu lassen. Ja. Die Chance nutzt du? Dann würde ich sagen, Matchball für Revi und wir beide müssen richtig Gas geben, Ali. Ja. Vielleicht können wir das noch schaffen. Nein! Rainer Winkler, was wollen wir trinken? Ist das ein Schweizer? Was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? So wie heißt der Song? Ist gar nicht Rainer Winkler. Wer singt das? Wer singt das? Rainer Winkler. Wer ist das? Rappenlaut. Es wird der Lob für alle sein. Wir trinken. Gronkh? Dann ist Heino, was wollen wir trinken? Was? Was? Das ist Heino? Das war Heino. Ich hab den mal getroffen. Nee. Doch. Und? War sau entspannt. In meinem schwarzen Fotoalbum mit dem silbernen. Nee! Der ist kaputt, der Button! Sieh nur Bilder im Kopf. Ja! Bumm! Der Button ist kaputt! Der ist kaputt. Ja, es ist klar, dein Kabel ist deutlich kürzer. Ach so. Natürlich. Ich weiß, wie Strom funktioniert, mein Lieber. So nicht. So, Adi, ich glaube, du bist raus aus dem Spiel, aber wir beide, es kann ja noch alles zurück. Passieren. Ich komm zurück. Ist Deutschland ready für Trap mit der bayerischen Saftig? Bayerisch Drip Drip. Alles, was ich brauche, ist der bayerische Drip Drip. Saftig, der ist für dich. Für dich. Die Madels sind schon da. Wer ist denn saftig? Der macht so bayerische Trap-Music. Nie gehört. Alter, bist du out. Ey. Crazy, wie alt bist du? 30, ne? Ja. Wieso verhält sich für den 40-Jährigen? Shawn Mendes, Camila Cabello mit einem Song mit dem Namen, den man aussprechen muss. 3,
2. Ja, ich weiß es nicht. Eins. Drück. Nein. Nee. Wie heißt denn nochmal, Frau? Ich habe zugehört. Senorita von Shawn Mendes und Camila Cabello. Nein! Jeder! Hey! Ich hab wieder abgestaubt. Hast du abgestaubt. Ich hab natürlich. Ich natürlich, ja. Also vor allen Dingen, ich hab das ja auch gewusst, Senorita. Ich hab das auf den Namen bei dir gerade nicht gehört. Deswegen wusste ich nicht, wer die Dame war. Ich wusste den Vornamen nicht. Camila Cabello. Aber ich hab's gesagt. Aber Rewe, hol die anderen nach Cabello. Hol sie dir. Berühr sie. Ach, ich darf die anfassen. Hey, 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 hey. Aber nur anfassen. Beim dritten Mal hol ich sie mir. Freunde, es war mir wirklich ein Vergnügen, mit euch hier zu spielen. Es war spannend wie nie. Ein großer Applaus. Achso. Geht in die Schweiz. Zu Adi. Danke. Grüß Gott an Hazel Brugge und an alle Schweizer. Ich grüße Simon Unge, Christoph Krachten, Dena und alle Medienrechtsanwälte in Deutschland. Der Krachten hat einen Bestseller geschrieben. Echt jetzt? Über Tesla, ja. Über Tesla? Mhm. Ich weiß nicht warum, aber liebe Grüße. Oben gibt es für euch ein tolles Video. Und zwar ein Video von Cinema Strikes Back, unserem Funk-Filmkanal. Mensch, die haben es so richtig drauf. Lieben wir. Und unten gibt es die letzte Folge, Erkennst du den Song? Wow. Wie immer in umgekehrter Reihenfolge abspielen. Ich bedanke mich bei euch beiden, es war geil. Beam me up, Scotty, das war's. Ja!